Ach ja, stimmt, wir sind ja wieder da. Ich habe hier gesessen, wir hatten so viel Spaß, war so gemütlich. Wie man sieht. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir jetzt gleich noch was für euch spielen. Ich entschuldige mich auch für das Aussehen, aber es ist kalt. Du bist jenseits längst von gut. Ja, aber du hast einen schicken RKT-BNS-Pulli, ja. Ab sofort im Shop, erhältlich aus feinstem Zwirn. Wow, diese Muskeln. Das ist der Cold Opener für unser Thema jetzt. Wir spielen Monkey Island 3 weiter. Ja, geil. Knallhart. Durchgenommen. 3. Und wir sind stehen geblieben bei einem fantastischen Cliffhanger, Monkey Island 3, der Fluch von Monkey Island, unsere Freundin. Wir sind Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Unsere Freundin Elaine wurde, nennen wir es durch ein Unglück, zu einer Goldstatue verwandelt. Man weiß das jetzt nicht mehr, was da genau. Das ist schon zu lange. Wir erinnern uns gar nicht mehr. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, aber unsere Freundin zu retten, diesen Fluch sozusagen zu lösen. Wie sagt man, Fluch aufzuheben. Aufzuheben. Ja. Fluch zu liften, wollte ich sagen. Ja, aber da kriege ich ja wieder Englisch. Wegen Denglisch. Und wir sind zurück auf dem Piratenschiff von LeChuck, wo alles anfing. Ich bin immer noch nicht sicher, ob es wirklich das Piratenschiff ist von LeChuck. Ja gut, du hast vollkommen recht. Es kann auch ein anderes. Hatte der eine Affenbesatzung? Und wir müssen über die Planke gehen und sind so schnell. Das ist komisch. Es hat nicht Platsch gemacht. Platsch. Ja, wir kommen da oben nicht rein, weil. Warum eigentlich? Wir haben irgendwas nicht, ne? Wahrscheinlich ein Item nicht. Haben ihn vielleicht auch nicht gut überredet. Aha. Soll ich es nochmal versuchen? Lass doch ruhig nochmal probieren, dann können die Zuschauer auch nochmal reinkommen, so ins Spiel. Das ist so eins unserer vielen Rätsel, die wir haben. Wir spielen übrigens den Leichtmodus. Man kann am Anfang zwischen normal und schwer wählen und wir spielen normal. Leicht. Ganz zwischen normal und schwer wählen. Wir spielen leicht. So wie ich meine Spiele gerne habe. Ja, nicht herausfordern. Kann man da nicht was mitnehmen? Ich kann das Schilfrohr damit nicht benutzen. Merkwürdig. Der Laderaum ist voller kaputter Ladung. Nein. Kann ich aber auch nicht nach rechts weiter? Dann kommen wir wieder zum Schiff, ne? Ja, und sobald wir an der Tür sind, kommt natürlich wahrscheinlich der Typ wieder. Müssen wir. Wir haben ihm ja gesagt, wir sind ein Mitglied seiner Crew. Mhm. Aber scheinbar sind das halt alles nur Affen. Also können wir uns nicht wirklich darüber rein. Deshalb sagt er auch, sie sehen gar nicht so aus wie einer von meiner Crew. Was ist passiert, wenn man diesen brennenden Holzstumpf in den Laderaum wirft? Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Okay. Ja, der Mann hat Prinzipien. Man könnte es noch mal über den offiziellen Weg. Wer ist da? Zu spät. Nun kommen sie. Du schon wieder. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber es wird dir noch leid tun. Ja, okay, also hier geht's offensichtlich schon nicht weiter. Es sei denn, aber gut zu wissen, dass man nicht über Gespräche das jetzt irgendwie lösen muss. Ja. Ich erinnere mich an irgendeinen großen Gorilla. Ich meine, der wäre hier auf dem Schiff gewesen. Gar nichts mehr. Aber. Also, meine einzige, entweder brauchen wir Bananen oder wir brauchen einen Affenanzug. Das ist so, oder Haare oder so, irgendwas Affiges. Das Fenster wird für gewöhnlich von innen verschlossen. Ich muss einen anderen Weg hineinsuchen. Ich werde niemals in der Lage sein, das aufzuheben. Fenster sind auch nichts. Tja. Ja, wie kommt man denn zurück? Eigentlich. So wahrscheinlich einfach so. Ah, okay, warte mal. Kann man jetzt um das Piratenschiff rumsegeln und woanders? Nein. Ja, nö. Kann man vielleicht da oben rechts, ist diese Bucht da, sieht da? Ein bisschen, nee, kann man auch nicht. Okay. Das ist doch schön langsam. Strand, Piratenschiff. Ich habe jetzt aber auch nichts übersehen, oder? Ja, also du landest bei Piratenschiff immer an der gleichen Stelle.
Strand, Strand, Strand. Was ist denn jetzt? Ja, es ist wohl wirklich nur das. Na, immerhin kann man es abkürzen. Okay, das hat nichts gebracht. Wir, also was wir wissen ist, dass es da Teer gibt. Wir konnten das jetzt nur nicht irgendwie mitnehmen. Kann man Teer anzünden? Nein, Teer brennt nicht. Teer ist ja im Prinzip Klebstoff. Ja, okay. Oder? Ich würde auch sagen, ja, verdichten kann man damit was. Ja. Also abdichten. Aber wir haben nichts, was wir nötig, das benötigt. Aber wir haben auch wirklich noch andere Räume und Sachen. Ich glaube, wir können schon noch viel mehr uns angucken. Okay. Alleine das Restaurant-Gutschein. Ja, du hast recht. Also auch auf der Insel gibt es noch, hier ist die Gefahrenbucht, hier ist der Sumpf. Hier ist die Festung, waren wir auch noch nicht, ne? Ja, nee, da kommen wir wegen der Brücke nicht hoch. Ach ja, das war am... Da ist die Brücke kaputt. Hier ist das ist neu. Er sieht schon mal richtig scheiße aus, der Typ. Cabania, Junge. Ja, kann ich Ihnen helfen? Gunnar, ist eindeutig Gunnar. Na. Irgendwas riecht gekocht. Hast du etwas zu essen? Sicher, aber... Hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht zu voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelkettenbastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte untote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Im Übrigen sollten sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Ah, da ist es wieder. Alles haben Sie Mitgliedskarten. Ich weiß noch was. Wie war das noch? So, keine Mitgliedskarte. Irgendwie mit Sonne in den Rücken, Sonnenbrand, Karte, Rücken, irgendwas. Krass, dass du dich da... Ja, irgendwas war da. Das war so absurd. Ja, das war so absurd, dass ich das irgendwie abgespeichert habe. Ich fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war, und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben, keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Mein Gott. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudelgrog. Sprudelgrog? Nein. Hühnerwürstchen, vollgestopft mit haltbar gemachten Schnäbeln und Kehllappen. Und da komme ich her, ne? Ja. Da kommt da hier nicht können hin. Sie nicht lang gehen. Kommt das ist rein. Nur für Mitglieder. Ja, ich glaube, da können wir auch noch nichts machen, würde ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ja, auch nur Crap, ne? Also meinst du wieder weg oder was? Ich denke, es ist rätseltechnisch sehr linear. Wir müssten wahrscheinlich jetzt erstmal dieses Restaurant-Ding machen und gucken, was da dann wartet. Nein. Okay. Finde ich aber gut, wir haben jetzt eigentlich alle Orte einmal angeguckt, fest und kommen nicht hin. Das ist doch übersichtlich noch. Was war da unten noch? War da irgendwas? Ja, es ging runter und dann nochmal irgendwo rein. Aber was war das dann? Jetzt sind wir auch gar nicht lang gegangen. Ach, es geht einfach nur dahin, okay. Hier haben wir rote Farbe. Wir haben Matsch, das kann man sich erstmal merken. Wir haben Matsch, rote Farbe, wir haben Teer. Abflussrohr. Nee, du sollst das Abflussrohr nehmen. Dann hat das Gefühl, man könnte was oben so reinwerfen. Da ist nichts drin. Oder könnte man was reinmachen? Hast du was Rundes, was du da durchfallen lassen kannst? Ich wette, das brauchen wir um später irgendwie. Also? Brauchen wir noch einen Eimer oder so. Versuch mal nur so aus Gag, nur die. Genau, ich will. Ein Kieferknacker nützt dir nicht viel. Aber ja, wir werden da auf jeden Fall irgendwas mixen oder reinschütten und dann kommt das hier unten raus. Ich hab schon Flugblatt. Dein Huhn war zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo.
Besuchen Sie unsere neue Dein Real- Huhn, your chick. Okay, ja. Er gibt im Englischen mehr Sinn. Ja. Links, du musst da rein, durch die Tür. Ja, du hast vollkommen recht. So, du darfst mal wieder. Er ist so schön energisch. Ihn möchte ich gerne. Er möchte, dass er hier arbeitet. Natürlich habe ich eine Reservierung. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Jetzt ärgert er sich, dass wir wirklich eine haben. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung. Mrs. Kriegwood. Ruhiger Stammkunde. Hier schon. Hey, Mister. Mister, hören Sie? Oh. Ja, Grim Fandango. Es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich. Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei! Und er hat sich über meine Hühnchen beklagt. Oh. Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Eine Clubkarte im Hühnchen. Das ist die Clubkarte für den Club. Es wird ja immer blöder. Okay, hier ist die Clubkarte. Kann man die, ja. Brimstone Beach Club. Mitglied seit 1632. Da gehen wir gleich hin. Oh, vielleicht muss man irgend so ein Menü nach. Stimmt, das Menü machen. Zwei Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Butterkeks brauche ich sicher irgendwann für irgendeinen Papagei. Essen die Butterkeks? Ja, sehr gut. Das ist ja wirklich Grim Fandango. Sicher jetzt erst. Das könnten die auch nochmal neu auf. Ja, schon. Aber da ist, hier ist gar kein Weg. Man kann ja gar nichts machen. Vielleicht nochmal alles angucken. Vielleicht geht's wirklich nur um die Karte. Das Teufelshühnchen. Bolo Diablo, guck's dir an. Geil. Zeig das nochmal bitte. Das ist eigentlich auch ein geiles Teil für die eigene Wohnung. Das Teufelshühnchen. Geiler Qualität. An sich schon. Ein Poster ist auch ein guter Insider-Gag. So, den man sich an die Wand heben kann. Da hinten ist nix. Wenn er manchmal hüpft da so hin und her, dann kann man hier mal gucken, aber geh doch mal weg. Reservierungsbuch, das ist es wahrscheinlich, was wir. Es ist das Reservierungsbuch des Restaurants. Okay. Es sieht zu schwer aus, um es herumzutragen. Okay. Dann ist es wohl noch nicht wichtig. Du, ich glaube fast, das war's wirklich. Ja. Das war nur. Kekse und. Geh nochmal ganz kurz nach rechts, ob der Glockenturm mittlerweile offen ist. Das Theaterstück, da war ja auch noch was. Ah, nee, ist noch. Und ist da hinten rechts, sind wir noch nicht rausgegangen. Oh, du hast recht. Und da irgendwo anders? Das ist der Friseur. Ja, der Friseur. Der Spuckwettbewerb. Boah, ich weiß auch nicht mehr, wie man den Ja, mit diesem Getränk, das man mischen muss. Oder nee, Quatsch, ist gar kein Spuckwettbewerb. Das ist im zweiten Teil. Ich glaube, das ist Baumstammwerfen. Ja? Na, okay. Hätte ich auch gedacht, spucken, aber also Baumstammwerfen, ja. Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Soll ich das Schiff bauen? Ja, vielleicht. Nur man braucht das Holz. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Okay. Ich wette, man muss irgendwas klingeln, mit dem Gummibaum, das Holz oder was auch immer man machen muss, rüberwerfen. Manipulieren. Aber ich weiß es halt auch nicht mehr. Das ist gewachsen. Holzstamm. Das ist jetzt ungewöhnlich. Ja. Ich mag Rum, genau wie alle Piraten, ja, aber was zu viel ist, ist zu viel. 100 pro was reinfüllen. Es ist ein enormes Fass voller Rum der Marke Alter Darmtod. Tja. Ich glaube, da kann man auch noch nichts machen. Ich kann das Schilfrohr damit nicht benutzen. Kannst du die Baumstämme irgendwie da was nehmen oder schützen oder so? Pschuh, okay. Danke für die Info. Also hier runter kann man auch nicht. Man kann und links weiter? Gucken. Guten Tag.
Beim nächsten Ton ist die karibische Standardzeit 5, 13 und 30, 9. Es stimmt übrigens. Sekunden. Piep. Wie jetzt? Das ist aber lustig, weil es stimmt auf dem Uhrenturm auch. Guck mal. Ja. Ja, aber ist es Zufall, dass wir dieselbe Zeit haben? Oder? Ja, genau, es ist Zufall, dass es jetzt 5.13 Uhr ist. Nein, der liest es, der Computer hat die Zeit eingestellt, die richtige. Beeindruckt. Und Monkey Island übernimmt es. Das ist Zufall, dass es jetzt 15.13 Uhr und 9 Uhr ist. Kann doch sein. Das wäre der krasseste Zufall ever. Ich würde vermuten. Wir werden es sehen. Der Chat wird uns sicher sagen, ja. Leute, ihr wisst gar nicht, wie krass rein das statistisch war. Ist. Ne? Unwahrscheinlich war nur noch, als Ede diesen Shiggy weggeworfen hat. Wie war das? Nimmst du aber abgehauen, ne? Sowas. Es war ein Shiny. Shiny Shiggy. Und ich bin aus dem Kampf weggelaufen, weil ich nicht wusste, was ein Shiny ist. Nein, der ist mir zu rare. So, was. Ich komme nicht. Ah. Aber Helmut, jetzt, was war denn das für eine mysteriöse Tür? Die hat mich aber nur nach oben gebracht und hier oben ist dann halt nichts, dann ist er wieder runtergegangen. Ach so, okay. So richtig, das wird sicher noch einen Grund haben. Ja, oder aber ist einfach so weit sind wir noch nicht. Was leuchtet denn so? Kannst lang? Du da links vor dem Feld, da, nee. Okay. Ich mach nochmal die mysteriöse Tür. Mach nochmal die mysteriöse Tür. Ging gerade auch für mich zu schnell, aber viel ist nicht passiert. Also er geht rein. Und dann. Nee, du hast nicht, du hast dann den roten Pfeil doppelt geklickt, oder was? Juhu! Vielleicht okay. Ist immer woanders. Ich glaube, es ist immer woanders. Weil das erste Mal war der oben. Ah, okay. Ja gut, dann ja klar. Müssen wir es ja nochmal machen. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt und er macht jetzt nicht nochmal dasselbe. Aber ja, ich glaub's dir, weil sonst, wie soll man sonst noch da hochkommen? Jetzt ist er hinten. An der Insel. Hier drüben! Ja, okay, ich glaube, das. Man weiß halt nicht, macht man es nochmal oder werde ich hier verarscht? Ich mach's nochmal. Ja, wir wollen ja wissen, wie viele Sachen sich einer einfallen lassen. Und jetzt? Es dauert so lange. Okay, ich lasse es jetzt. Okay. Ich hab ja was noch. Ich hab's für den Club. Ja. Karte. Achso, du kannst auch unten rechts jetzt rausgehen können. Ja, das ist ganz wurscht. Ganz rechts. Ach ja. Entschuldigung. Ja, Sie, schmutziger kleiner Mann. Meine Karte. Lassen Sie mich sehen. Hey. Oh nein. Um Himmels Willen, die ist in Ordnung. Sie haben eine Mitgliedskarte. Ja. Und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein! Das dürfen Sie nicht! Warum? Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Heilige Mutter der Perlen, nein! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ganz hinten am anderen Ende des Strands ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen. Sie sollten jetzt dahin gehen. Schrei mich nicht an. Oh, warte. Handtücher? Für den da vorne ja, nehme ich mir gleich eins, ja. Das Öl darf ich wahrscheinlich nicht nehmen. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ja, ausschließlich okay. Für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Der Techniker der Frittierstation muss man irgendwie die sabotieren, bestimmt. Genau. Nie kriegt man irgendetwas einfach nur so. Nimm eins, Mann. Okay. Kann man mehr nehmen? Zwei? Ja. Ich nehme noch eins. Jetzt will ich es aber auch wissen. Ich habe genug Handtücher. Okay, drei. Du bist ja krass. Da ist der Typ, mit dem macht man die Karte irgendwie, die Kopie von der Karte. Echt? Ja. Also es passt total ich gut. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig genau, aber du musst irgendwie. Ach.
die Schatzkarte auf ihn mit Sonnencreme, irgendwas war da. Oder mit dem Frittieröl und dann... Mit diesen Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand. Alter, on fire. Oh. Ui, das ist aber ein heißer Strand. Ja, okay, den nicht. Ja, gut. Kann man die nass machen vielleicht, die Handtücher oder so? Ja, aber wenn wir doch wenn nur irgendwo Wasser wäre. Ja. Ja, ich hab, okay, nächste Hürde ist, wir kommen hier nicht durch. Heißer Sand, okay. Was sagt er denn, wenn ich... Mit den Löchern... Der Sand ist glühend heiß. Nee. Okay, kurz gucken. Ich nehme an, es geht auch jetzt nicht, aber weil ich so viele habe, ich kann ja gleich nochmal. Nee, wenn, dann muss ich die, glaube ich, nass machen oder so. Du brauchst wahrscheinlich drei, um da hinzukommen, um die drei hinzulegen. Du musst die in. Entweder muss man Matsch. Die. Ja, Matsch, Teer macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, ne? Also, alles davon könnte funktionieren. Das ist immer die Frage, ob die Entwickler es wollen. Ich habe genug Handtücher. Man kann ja auch einfach ans Wasser gehen. Wo ist aber Wasser? Du konntest nirgendwo mit Wasser interagieren, das war doch was. Ich glaube, hier ist Wasser. Handabdrücke. Ah. Diese ganze Affenpiratengeschichte ist einfach zu bizarr. Sie sind noch warm. Ja, jetzt wäre auch nicht. Ja. Kann ich die Karte von hier auch aufrufen? Nein. Bitte nicht jetzt neu starten oder so. Ja, eh ab. Sag, wenn du was hast, ansonsten gucke ich noch mal rum. Hier, wo die Schlange, da kommen wir nicht mehr hin, ne? Okay. Ja, geh noch mal zur Gefahrenbucht. Puerto Polo. Lass mich kurz mal von der Seite noch mal hier hin. Nee, da ist... Ah, war, doch, da! Doch. Brunnen! In der Ach, Mitte. Du hast recht, Mann. Ja! 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 Gut. Zu einfach. Zu logisch. Das muss nicht abgetrocknet werden. Ich hasse und verachte euch. Okay, gut. Wasser. Löcher in den Schuhen. Du wolltest gerade, also wir können... Ja, wir gucken erst noch mal so ein bisschen durch, ne? Zauberhut. Dann kannst du nicht machen. Ich will die mystischen Kräfte des Huts nicht stören. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Was ist nein. Ja, du hast doch was gefunden. Ja, aber was machen wir damit? Das ist dein Zauberstab. Na gut. Wo hast du den denn her? Der lag hier neben dem Hut. Zauberhut. Ich frage mich, ob es in diesem Stück eine Rolle für einen flotten, gaunerischen Piraten gibt. Ey, sind da Handschuhe noch extra da? Tatsächlich. Also, wofür? Geil! Aber... Zeig mal die Handschuhe. Guck die mal an. Da sind wir doch Magier. Mit dem Zauberstab und diesem Ding sind wir doch schon Magier. Ich glaube, mit dem Handschuh kannst du auch einen Huhn basteln. Es ist ein Handschuh. Es ist kein Gummihandschuh. Der Handschuh funktioniert ich, damit nicht. Ich habe nur rumprobiert. Ja, Der Handschuh funktioniert damit nicht. Nutzt immer mit dem Blasrohr. Das ist ja auch Quatsch, aber... Ja, und was denn mit Handschuhen? Ich kann das Schilfrohr damit ich, wenn ich damals ein neues Item bekomme, habe ich auch immer alles mit deinem Immer mit allem. Zack, 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 zack. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Man kann es halt mal probieren, ne? Was soll man denn machen? Schwertertrappen, ey. Ja, gehen wir nochmal da zu dem Typ. Es wachsen mehr Dinge auf dem Essen in deiner Was wollte der nochmal? Als du dir in deiner Philosophie erträumen kannst. Dann werde ich den wilden Panther loslassen, der es tut. Da müsste man auch irgendwas mit dem Licht oben machen. Ich denke, ja, das sollten wir noch machen. Wir müssen... Warte, kurz nochmal fragen, wer das war? In dem Club. Mein Agent. Höchstwahrscheinlich ist dein Brimstone... Das ist der Typ, der da liegt. Ich verstehe deswegen die Karte. Ja, okay. Fahre fort. Die... Dann...
Gehen wir mal hier hoch. Weiter links oben. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Okay, und wo ist die? Da ist noch ein Schatten. Hebel ist da noch rechts. Hebel. Ah, guck mal, warte mal. Ist da jetzt was zu lesen? Weißt du da? Oder will ich mir das? Soll das nur Licht sein? Ich sehe es, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was es ist. Also, geh nochmal zur Bühne jetzt. Und lass das Licht mal so. Oh, Entschuldigung. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Ich glaube aber auch, dass man die. Ich mach mal an, so. Und jetzt weg. Auf die. Rechts, rechts. Ja. Dann. Aber wo könnte diese Bedienungsanleitung denn sein? Kannst du den Zauberstab mit dem Zauberhut benutzen? Hast du das schon versucht? Eine falsche Krone, kurz mal das nennen. Ich brauche keine Requisiten. Den Zauberstab mit was? Der Krone, mit dem Zauberhut, der da steht. Ach, du hast recht, Alter. Du hast recht. Nicht in meinem Ärmel. Du hast recht. Das ist so genial und so dumm. Kommt ein Huhn raus, oder? Presto. Das ist die Bedienungsanleitung. Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Das ist die Bedienungsanleitung. Echt? Ich wette es. Ich meine, was soll es sonst sein? Ein Buch halt. Das muss die Bedienungsanleitung sein. Das A, C des Bauchredens. Shit. Nicht schlecht. Vielleicht zauber nochmal. Vielleicht können wir noch was rauszaubern. Du hast recht. Du hast noch nie mir so oft recht gegeben wie heute. Ich spiele nur noch Adventures mit dir, kriege ich dauernd Zustimmung. Vorteil aus okay, ich aber Spiel. Du hast echt deine Gedankengänge sind on point. Esel haben wir auch so. Ja, aber wieso ist denn dann? Ich erkenne den auch gar nicht. Das ist eine Eselsmaske. Nimm sie. Ich will nicht wie ein Depp aussehen. Ja, ja, wir wissen. Okay, er will die halt. Eselsmaske. Bauchreden. Wer könnte das gebrauchen? Da ist nichts drin, nehme ich an. Vielleicht auf dem Piratenschiff mit den Affen. Es ist ein alter Reisekoffer. Er ist bedeckt mit Aufklebern von vielen weit entfernten Orten. Naja, wir müssen ja vielleicht. Aber wir haben ja schon jetzt wieder neue Sachen. Handschuhe, Zauberstab, Handtücher. Könnte ich nicht die Handschuhe mir an die Füße? Ach nee, ich glaube, ich brauche wirklich die Handtücher. Ich versuche mal, ob ich sie in den Matsch legen kann. Er hat ja gesagt, weil meine Schuhe Löcher haben. Ja. Also man könnte ja auch irgendwie irgendwas mit den Schuhen machen. Aber du kannst die Schuhe ja gar nicht irgendwie auswählen, ne? Ja, also kannst du ja eigentlich nichts. Ja, mit dem, wo ist das ein Brunnen da rechts? Und er hat auch seine Schuhe, kann man gar nicht auswählen. Nee, das meine ich. Das hier, ja. Ist das? Nee, das steht auch nicht. Mit der roten Farbe gibt's noch. Die Limo. Ja. Was ist mit dem Limo-Jungen? Den haben wir auch. Der Limo-Junge. Vielleicht, da brauchen wir wahrscheinlich den Kelch einfach, mit dem wollen wir. Das wird nichts bringen, aber ich mach's trotzdem mal. Der Zauberstab hat keine Wirkung. Irgendwas, womit man ihn unten zumachen könnte, aber haben wir auch nichts. Wo ist denn ein Papagei, dem wir diesen Keks geben können vielleicht? Ich kann mich nicht erinnern, ein Papagei. Guck mal gerade. Dieses gezackte Messer. Das will ich nicht durchschneiden. Es tut mir leid, Leute, das ist ein bisschen doof. Aber manchmal muss man das probieren. Wie inspirierend. Ein aufstrebender junger Unternehmer. Das ist ein Krug mit einem Loch im Boden. Schwierig. Zauberstab hast du gerade benutzt damit, ne? Was habe ich probiert? Den Zauberstab mit dem Bock. Ja, wird Quatsch. Ne, Quatsch kann man eigentlich gar nicht sagen. Guck dir mal das Schild noch an. Kann irgendwie Sinn ergeben. 5 Cent. Ne, oben das, Lemonade. Limonade. Okay. Ich komme nicht dran. Hm.
Ja, man weiß dann nie, ob er es nicht will oder gar nicht braucht. Wenn ich krieg rot. Was war diese Bekanntmachung nochmal, das Schild mit der Bekanntmachung? Ich glaube, das sind die. Der Chefarzt von Plunder Island warnt: Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. So wie dein Salat. Der stand nicht drauf, ja. Letzte Folge gucken, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Simon, einen Bestellsalat. Was ist das? Oh. Ja, hier ist noch eine interessante Tür. Ah, die schon sie geht auf! Das ist wieder so eine Trolltür. Alter, ihr mit euren scheiß Trolltüren. Ihr könnt doch nicht denselben Gag zweimal machen. Wo ist. Geh noch mal in den Frisiersalon. Was ist denn hier noch? Der wollte, wenn wir wissen, wo ein Schatz ist, sollen wir ihm Bescheid sagen. Wie Gold. Und der Typ links, der das Messer wetzt, was ist mit dem? Es ist Band C und er ist größtenteils verdaut. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Was für ein völlig belangloser Schund. Ja gut, das ist auf jeden Fall die Nadel in irgendwas. Stimmt, genau, ja, die Nadel brauchen wir dafür, aber und die Flüssigkeit. Okay. Sind Sie wirklich mit dieser Arbeit glücklich? Eines Tages werde ich vielleicht zur See zurückkehren, aber im Moment bin ich glaube, die alle werden meine Crew helfen zu können. Ja, vermutlich. Zumindest bis wir einen vierten für unser Friseursalon-Quartett finden. Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Ist hier noch irgendein. Aber da hinten, wo er vorhin reingegangen ist, kommt man nicht, ne? Da. Nee. Ich glaube, er hat auch wirklich nichts mehr, was wir noch brauchen. Ich frag das nochmal. Das ist mal ein ungewöhnlicher Name. Oh, ich vermute schon, aber Haggis ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Herz, Leber und Niere, gekocht im Magen des Tieres McMutton. Oh, deine Eltern hatten also ein Mädchen erwartet. Hi. Oh. Was ist denn das für ein blaues Zeug in dem Glas? Ah, der gute alte Kammsaft. Ist eine feurige Brühe, in deren vergorenen Schaum schon manch Seemann seinen Meister gefunden hat. Es verbrennt dir die Kehle, es sei denn, du spülst mit Haarfestiger nach. Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Ha? Ach, das ist das ja. Der 500 Meter Eimer voller schwerer Steine Hindernislauf? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Dem Stammwurf. Oh, in der Schule war ich beim Stammwurf immer der Schlechteste. Vielleicht liegt es daran, dass du noch nicht den rechten Bezug zur Sportart gefunden hast. Weißt du, der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir nicht wissen, wie. Oder sollen wir es einmal machen? Ja, dann wissen wir mehr, ne? Also, ja, manchmal verlieren die auch Items oder so und dann kann man es erst beim zweiten Mal machen. Oh Mann, nicht mal das kriegt er doch. Ja, irgendwie müssen wir es natürlich manipulieren. Ich würde niemals einem so schwachen Kapitän folgen. Okay. Also muss der Baum leichter werden, vermutlich. Oder sein Baum noch schwerer. Ich könnte mir vorstellen, wir brauchen mit diesen Gummibäumen, ich nehme an, dafür sind die da, irgendwie müssen wir Katapult, irgendwie müssen wir betrügen, aber wie? Naja. Das stimmt, ey, die Uhrzeit ist tatsächlich, ich komme nicht drauf klar. Das hier? Ah. Tja. Nee, ich laufe nochmal alles durch. Da kommen einem oft nochmal irgendwelche Ideen. So wie eben mit den Items. Manchmal verpasst man noch was. Mir fällt jetzt auch nur noch ein, die Handtücher mit dem Teer versuchen. Habe ich schon. Ah, mit dem Teer. Ja, mit dem Teer habe ich noch nicht versucht. Dann gehen wir da gleich mal jetzt hin.
Ah, kurz. Das ist so. Nee, das bringt nichts, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das mal alles ausprobieren. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Ja, klar, ist ja auch Quatsch. Der Zauberstab hat keinen. Ja, komm. Ich schäme mich. Nee, ihr könnt mir auch noch mal reden nachher. Du wollt da was sehen, ja? Fahrenburg. In den neuen, wie hieß der jetzt hier? Guck mal, die heißen auch trockene Handtücher. Die müssen nass sein können. Der, wie heißt das? Von Ron Gilbert Adventure. Das rauskam jetzt. Das neue meinst du? Das neue Jeste? Ja. Alter, ja, man, Thimbleweed Park. Thimbleweed Park. Da kannst du ja eine Taste drücken, dann wird dir ja alles angezeigt, mit dem du interagieren kannst. Ja, das ist auch ganz cool. Ja, auch ein bisschen lame. Nee, versuch's mal mit dem Teer. Ja. Aber ich meine, wir stehen im Wasserfall und sie werden nass. Das ist Rätsellogik, die ich mir schon wünsche, dass das zumindest auch hätte gehen. Du könntest aber auch sagen, okay, die sind wieder trocken dann, bis du da bist, am anderen Ende der Insel. Oder sie trocknen sehr schnell wieder. Ja, also, es ist ja sehr warm auf der Insel. Schon. Aber Teer ist auch heiß. Also wie, ich, na gut. Aber wird Teer nicht unter Hitze zu Asphalt? Oder ist das völliger Quatsch? Mehr, wenn Teer, also nicht mehr Teer ist, dann, also wenn er kalt wird, dann wird er hart. Aber das ist auch alles, was ich weiß. Gut, wir versuchen's. Ist ja auch die letzte Chance, die ich habe. Das muss nicht abgetrocknet werden. Okay. Der Zauberstab hat kein. Gibt's noch andere Hüte? Der Handschuh funktioniert damit nicht. Also Hüte, wo ich den Zauberstab mal benutzen kann oder so? Da mit der. Irgendwas ist doch da unten drinne. Laderaum. Ich dreh durch, ey. Nichts davon. Dieses gezackte Messer funktioniert hier nicht. Naja, aber das ist ja auch Teil des Spiels, ne? Dass man mal rumeiert. Warum kann ich nicht zurück? Wo muss ich hier? Ja, dieser Zustand wird eigentlich immer erreicht bei so einem Adventure. Früher oder später. Na, bis hierhin lief es eigentlich gut. Super, wir waren eigentlich richtig so ganz am Durchflutschen. Aber jetzt haben wir das typische Problem. Ja, nochmal zum Sumpf. Ja. Und wo war das, wo wir stecken geblieben sind mit der Schlange? Aber da kann man nicht mehr hin, glaube ich, ne? Nee, Schlange ist weg. Du wirkst unzufrieden. Ach, ich weiß nicht. Es ist nur so, dass nicht allzu viele Leute durch diesen Sumpf kommen. Was würdest du lieber machen? Ich muss mich unter die niederen Leute begeben und sie erschrecken und Schmerz und Unglück über sie bringen. Das würde dich glücklich machen? Ja, glücklich auf eine dunkle, dämonische Art. Ich würde gerne bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. Haben wir irgendwas für ihn? Nee, ich glaube, brauchst du auch nicht. Ich will ihn irgendwie mitnehmen. Was ist da mit den Haien? Die irritieren mich, dass die jetzt mitgekommen sind. Da kann man auch gar nicht interagieren. Okay. So. Kaugummimaschine, das ist verdächtig. Ja, da können wir aber leider, dies ja, geht ja wohl nicht. Kannst du die Voodoo-Puppe nehmen? Nee, ne? Wo ist denn eigentlich, als ich in der. Also, du erinnerst dich an die kurze Szene, dass jemand seinen Rücken wieder gut als ging. Die Nadel da rausgenommen hat. Der ist gar nicht, den haben wir noch nicht gesehen bisher. Siehst du, kannst die Nadel ja nochmal benutzen mit dem, gucken, was passiert. Das ist eine schöne Idee, die ich direkt ausführen werde. Ich wette, dass sie nicht funktioniert. Ich meine, es ist nur eine Voodoo-Puppe aus Papier. Mach mal nochmal zweimal. Vielleicht muss man den zu irgendwas bewegen. Das war schon auch krass, aber. Mach, dass es aufhört! Ah! Ja, tut mir ein bisschen leid. Mach, dass es aufhört! Mach mal die andere Puppe. Ah! Ist, glaube ich, dieselbe. Also. Achso, ist das gleiche Ding oder was? Ja. Okay, aber man könnte noch mal andere Sachen probieren. Mach, dass es aufhört! Okay, nee. Feuer. Mach, dass es aufhört! Das ist alles dasselbe.
Nee. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Vielleicht hat sie ein paar Tipps. Was war noch mal mit dem Bauchrednerbuch? Was stand da drin? Achso, mit dem Kompass. Ja, für das A bis des Bauchredens. Aber wofür kann man das gebrauchen? Bauchreden. Ja, das kommt sicher noch. Ja, auch nicht vieles. Zu guter Letzt habe ich LeChuck und seine Skelettpiraten besiegt. Das wahre Böse kann niemals vollständig zerstört werden. Aber ich habe ihn explodieren gehört. Du wärst überrascht, welche Misshandlungen ein böser, untoter Zombie-Pirat aushalten kann. Schließlich habe ich Big Whoop gefunden und war ungeheuer enttäuscht. Big Whoop ist das pure Böse. Du hast Glück gehabt, lebendig zu entkommen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass ich so viel erwartet hatte und unglaublich enttäuscht war. Ja, das ist die Quelle von einem Großteil von LeChucks Macht. Nun, ich werde niemals wieder dorthin zurückgehen. Ich habe das anders vorhergesehen. Du wirst zu Big Whoop zurückkehren und LeChuck noch einmal gegenübertreten. Das ist echt, da müsst ihr euch so ein bisschen mal vielleicht in die Geschichte einlesen und warum der zweite Teil, warum das so kontrovers war, weil das echt sehr, sehr interessant ist eigentlich. Ne? Sie führen hier ja quasi die Geschichte weiter, auch wenn es eine andere ist. Ey, benutzt mal, das ist Quatsch, kann man die Schnur, kann man gar nicht andingsen da rechts, ne? Das hier, nee, leider nicht abschneiden. Ja, aber warum auch? Wo der Gamm-Automat, ey. Haben wir vielleicht für den Automaten irgendwas anderes? Auch nicht. Nee. Jemand da? Jemand. Nee, da. Ja. Kommst du nicht mehr hin? Hier nicht. Wo wir da im Sumpf waren, weißt du? Da oben drüber das, aber da kann man auch nichts anklicken. Nee, viele Sachen sind wirklich nur einmal. Hier waren die Schlangen. Kann man denn... Nee, ans hintere Ende kann man ja gar nicht von hier aus. Ne? Okay, kurz mal gucken. Hier haben wir noch relativ wenig gemacht. Nein. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später hungrig. Vielleicht muss man mit dem ja doch nichts machen. Okay, aber die Aufgabe ist ganz klar, die Handtücher. Okay, ich raff zumindest eine Sache. Handschuh und rote Farbe. Dann hast du schon mal den Kopf von einem Gockel. Aber frage mich nicht, warum. Da bin ich 100% sicher. Ja, das ist richtig. Weißt du nicht, was das bringt? Das holen wir uns. Das machen wir. Warte mal, Handabdrücke, kann man da irgendwie Gips reingießen oder so? Nee, auch nicht, okay. Warte mal, hier geht's weiter. Das machen wir jetzt als erstes mal. Das sind schon wieder die Haie. Es geht 100 pro, oder? Ja, da bin ich auch fest von überzeugt. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Und im hinteren, guck mal, das sind zwei. Nein, doch nicht. Ach, fuck, ey. Ja, vielleicht später dann. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Das ist echt komisch, weil das wäre wirklich schön, um einen Huhn zu imitieren, ja. Irgendwas ist mit dem Lemonade-Typ. Streht durch. Nur dafür ist es auch umso schöner, wenn man auf die Lösung kommt. Ich gehe noch einmal durchs Dorf, weil ich irgendwie Angst habe, dass wir was vergessen haben. Hühnerspalge. Oh, mach noch mal die Sprechanlage. Ja. Vorsicht! Diese Sprechanlage. Ah, vergessen Sie's. Mama. Nee. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Aber interessant, dass man das Buch benutzen kann, ne, um Raum? Hast du der schon Handschuh probiert? Funktioniert da. Hast du was? Nee, doch, warte mal. Die Stimme projizieren. Das ist bestimmt irgendwas mit dem Theaterstück oder so. Für den Hühnerladen. Auch immer noch dieses Buch, ne? Ach, Moment, warte mal, bin ich jetzt bescheuert? Ist das nicht hier, gibt's hier nicht die Bücherei? Oder verwechsel ich das gerade? In welchem Monkey Island gab's denn diese absurd
große Bücherei, wo so viele Sachen waren. Da konnte man nämlich mehrfach sich Sachen anlernen. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht der übernächste Teil schon ist. Aber das war auf jeden Fall in Dings jetzt. In war nicht hier, ne? Bei einem anderen. Das war doch in... Wo wir gerade drüber geredet haben, von Ron Gilbert. Ach so, Thimbleweed Park. Das war noch mit den 1000 Büchern, die alle auch eingesammelt wurden. Okay, das gibt's auch, stimmt. Aber es gibt Monkey Island, ich glaube, es ist das oder das danach, wo es eben so eine Bibliothek gibt und da muss man immer wieder rein. Da sind ganz viele Gags. Darf ich noch mal? Ja, auf jeden Fall. Ich, ja, die Regie hat ja eine Lösung. Eventuell kann die uns ja mal nicht nennen, sondern ganz ich will von der knifflig gar nichts hören. Einen Tipp geben. Nur sowas wie, ihr wart da schon mal oder... Eigentlich ist es ganz einfach. Wie bitte? Kleines Fässlein? Ganz ehrlich, nur weil wir dich akustisch nicht verstanden, Jörg. Ein Fass. Es gibt ein Fass. Ja, denn das ist doch dann das Fass mit dem Teer. Was hat er gesagt? hat er gesagt. Also entweder wollte er sagen, ja, das ist es. Und dann hat er gedacht, sag ich lieber nicht. Oder er wollte sagen, nein, das nicht. Hat sich dann gedacht, sag ich lieber nicht. Na gut. Fass. Fass ist ein guter Tipp, danke. Oh, Romeo. Ja, da. Du bist kein Schauspieler. Runter von der Bühne, du Penner. Was? Aber ich habe keinen. Sei einfach ruhig und hilf mir bei den Proben. Das ist gut, was du machst, als ist wichtig. Als werden wir... Beim ersten Mal war es witzig. No. Und dann... Beim ersten Mal war es witzig. Doch nichts gebracht. In der nächsten Szene werde ich... Baum anzünden. Ey, vielleicht sollten wir wirklich versuchen, das Fass mal anzuzünden. Mit dem Pech. Alter, wie dumm sind wir denn? Warum haben wir das nicht angezündet? Ja, weil wir eigentlich... Also wir haben drüber geredet und ich glaube, dass man das nicht... Teer kann man nicht anzünden. Aber ich weiß es nicht. Wo bin ich? Das ist ja auch noch ein Fass. Guck mal, das Fass vielleicht. Oh. Sägebock! Sägebock! Mit dem. Ja, natürlich! Haben wir komplett ohne Regiehilfe wenn ich das gemacht. Schneide, fließt der ganze Rum heraus. Ist doch gut. Okay, doch nicht. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Aber der heißt sogar Sägebock. Wenn ich das Fass anschneide, fließt. Genau. Wir haben es noch am falschen. Danke, Regie. Ein guter Tipp. Da ist der Baum. Und jetzt macht alles Sinn. Oh, pam, pam, pam. In meinem Kopf dreht sich alles. Ich sollte besser die Finger vom Rumlassen. So, das machen wir noch ganz kurz. So, zack. Es ist dieser eine kleine Hinweis, dieses unscheinbare Fass war es, was wir schon wieder komplett vergessen hatten. Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush, nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Klingt toll. Fangen wir an. Gummibäume funktionieren so nicht. Ich habe gewonnen. Beim Toupet meines Großonkels McManus. Niemals zuvor habe ich solche Stärke gesehen. Sicher komme ich in deine Mannschaft. Ich warte im Laden, bis du bereit bist zu gehen. Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Welche könnten das sein? Ja, aber ich würde sagen, Etappenziel, oder? Das war richtig toll. Wieder mal was geschafft. Wir sind bald von dieser Insel runter, ich sag's euch. Und es macht so Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich hab richtig Bock, weiterzuspielen. Ich finde auch die Art, die Geschwindigkeit, in der wir durchkommen, ist genau angenehm. Ja. Ab und zu mal einen Tipp von der Regie nehme ich auch gerne an. Das war jetzt der erste Tipp. Ja. Und wir wären früher oder später auch noch mal da vorbeigekommen. Aber das will doch keiner sehen, wie wir alles abklappern. Ich will nur nicht, dass die Leute schimpfen, weil dann heißt wieder, Eddie braucht immer Hilfe, was ja stimmt, aber was man ja nicht gerne hört. Die werden sich das Ganze jetzt zu Herzen nehmen und keiner wird schimpfen. Nach der Werbung lösen wir weiter Rätsel. Oder ach, ist es nur Werbung? Ach, du wolltest abmoderieren, wir können auch aufhören. Ich nehme an, das war nur die Werbung. Stand da nicht eben Ende?
Ist es zu Ende oder ist Werbung? Werbung. Wir machen kurz Werbung. Danach geht's sehen ja weiter. Ich habe schon abmoderiert. Okay. Ich hab's gemerkt. Und danach machen wir die Wrestling. Wir haben ja noch zwei für unsere Mannschaft, die kriegen wir auch noch. Alles klar. Bis gleich. Ein Zauberstab, ein Handschuh und ein Buch fürs Bauchreden. Das sind unsere neuen Items im Monkey Island 3. Eine Verwendung haben wir noch nicht gefunden, aber wir haben einen Menschen für unsere Mannschaft. Haggis McMutton ist beigetreten. Allerdings sind wir jetzt genauso weit wie vorher, ne? Ja. Weil wir haben nicht mal ein Schiff, wir haben keinen Kompass, wir haben nichts. Jetzt haben wir weniger Items, die wir irgendwie wahllos benutzen können. Aber letztendlich, ich glaube, dieser Brunnen, ne? Ich glaube, wir müssen noch mal Irgendwas ist hier. Irgendwie muss man hier. Die Fritteuse vielleicht irgendwie verstopfen, dass der Techniker kommt. Sollte das ein Erpressungsversuch sein, wird er nicht. Ich kann ihn gar nicht sehen. Da, hier. Das da? Ah, okay. Aber er ist jetzt auf die Schliche gekommen, aber. Und was ist hier noch? Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist mal ab jetzt bei jeder Person dieses so Mundrednerbuch probieren. Mann, wie dumm, ey. Oder? Ja, wir sind halt echt blöd, ne? Aber kann doch jetzt keiner so direkt sehen. Die Handtücher sind jetzt alle nass. Ich bleibe dabei. Sie hätten es auch mit dem Wasserfall und dem Brunnen, finde ich. Es wäre cool gewesen, wenn beides geht. Wäre dem Spiel eher besser. Geil, endlich bei der Karte. Da ist der richtige Krug für den Limonadenjungen. Die tauschen wir aus und dann können wir schön Limo trinken. Ich bin Guybrush Threepwood. Erfreut dich kennenzulernen, Mr. Flitzwood. Ich bin Placido. Placido Domingo. Ich bin so froh, dass du da bist. Endlich. Jemand auf der Insel mit Manieren. Mein Drink muss aufgefrischt werden. Nimm ihn mit und hol mir noch einen. Wow, sind Sie blass. Sieh mal, Schätzchen. Ich habe mich sehr lange nicht mehr gesonnt, also sei ein bisschen nachsichtig mit mir. Wie lange sind Sie Gregor schon hier draußen? Das ist auf jeden Fall Gregor. Wir haben Monkey Island, Curse of Monkey Island, können wir echt. Oh, es wäre so geil, wenn wir das nachspielen, oder? So ein Adventure. Man müsste sich echt mal überlegen, ob man sowas nicht macht. Theaterstück oder so? Ich habe Korrekturflüssigkeiten gesehen, die eine bessere Farbe hatten. Als Sie. Ja, guter Spruch. Ich bin nicht gerade der gebräunteste Hengst in der Gegend. Aber, wie du sehen kannst, arbeite ich daran. Würden Sie gern zu meiner Mannschaft gehören? Oh nein, Schätzchen. Ich bin kein Seemann. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der harten Arbeit und dem Talent anderer. Sie sind Projektleiter bei einem Computerspiel? Nein, nein. Ich bin ein mächtiger Talentsucher. Bedeutende Stars. Wir sprechen hier über bedeutende Stars. Ich suche Blood Island. Wissen Sie, wo es liegt? Nein. Nie davon gehört. Das ist komisch. Schlappi Cromwell sagte mir, Sie haben alle seine Shows dort gebucht. Cromwell, ich hätte es mir denken können. Wenn ich diesen Kerl für ein Beiboot gebucht hätte, hätte es noch leere Sitze gegeben. Also wissen Sie, wie man nach Blood Island kommt? Ja, ja. Sie hatten dort auch ein wirklich nettes Zimmer. Das Meister Super Kolonial Hotel und Casino. Es war der Ort, an dem man sein musste, bevor sie die Schiffsrouten verlegten. Ich buchte dort so viele Auftritte, dass ich mir die Karte auf den Rücken tätowieren ließ. Auf Ihren Rücken? All diese kleinen gelben Klebezettel gingen ständig verloren. Oh, warum haben Sie gelogen und gesagt, Sie wüssten nicht, wie man nach Blood Island gelangt? Das möchte ich nicht erzählen. Was?
Es ist dein Gesicht, Schätzchen. Da, ich habe es gesagt, Junge. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Ich muss einfach ehrlich sein. Ich dachte einfach nicht, dass du der geeignete Typ für Blood Island bist. Es ist einfach nicht der Ort, an dem ich mir deine zukünftige Karriere vorstellen kann. Lass mich dich für etwas buchen, was eher dein Ding ist. Ich kann dir einen Auftritt in dieser kleinen Schuhfabrik in Hoboken besorgen. Blood Island oder gar nichts? Wenn das so laufen soll, Schätzchen, dann läuft es eben so. Aber du musst dein Äußerliches etwas verändern, okay? Kann ich Ihre Karte nach Blood Island sehen? Du kannst sie sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Wann wird das sein? Das kann lange dauern, Schätzchen. Sehr, sehr lange. Okay, also. Bis später. Wir müssen erstmal den Krug nehmen. Ja, immerhin kriegen wir den schon mal. Den können wir dann wahrscheinlich austauschen oder wie auch immer gegen diesen Limonadenkrug. Ja. Die Frage ist, was machen wir mit dem dann? Dann haben wir halt einen ohne Boden. Aber dann nehmen wir das Frittierfett und müssen den einfrittieren. Dann wird er braun. Fett ein, ja. Und dann dreht er sich auf den Rücken. Ja. Und dann müssen wir irgendwie die, weiß ich nicht. Und mehr. Wir müssen die Fritteuse eben kaputt machen oder irgendwie, damit wir das Öl. Oder wir sagen, wir wären der Servicekraft fürs. Na gut. So, jetzt geht's nämlich hier zu ihm. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh Junge, oh Junge. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hey! Nur weil Sie ein Erwachsener sind, heißt das nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können. Meine Limonade bitte. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Das war erfrischend wie Morgentau. Hey! Wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden jungen Unternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Guck mal, ob du noch irgendwas mitnehmen kannst. Ich brauche ihn nicht mehr. Die Limo? Nee, auch nicht. Doch. So. Ja, das war's. Ne? So, und damit gehen wir jetzt. Nee, was mal. Ah, ich war jetzt mit dem Krug. Check it out. Und jetzt können wir den da tauschen oder was? Das glaube ich nicht. Nein, das wäre zwecklos. Ja, ist ja gut. Ist das jetzt eigentlich. Ach, wir haben jetzt den bodenlosen Krug. Nein, das wäre zwecklos. Das Speiseöl macht, das brauchen wir auf jeden Fall. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Versuch mal bei ihm das Bauchredner-Ding. Einfach nur, um's einmal gemacht zu haben. Nee, das ist, genau. Ja. Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Bitte seien Sie so frei und knallen Sie mir eine und dann genießen Sie die Vorzüge des Clubs. Das würde mir nichts ausmachen. Nicht so schnell. Ja, schon gut. Okay. What? Bisschen Grillkarten. Müssen wir die jetzt wieder nehmen eigentlich? Oder kommt man da jetzt irgendwie anders? Du kannst über den Rückweg jetzt. Nett flauschiges Handtuch. Ja, komm. Kann man immer gebrauchen, ne? Also wir können den Krug füllen mit Wasser vom Brunnen oder mit Wasser vom Wasserfall. Ja, der hat ja keinen Boden. Der hat ja keinen Boden. Ach ja, das ist ja der Dumme. Ja. Den können wir als. Nein, wir haben den. Ich meine den blauen Krug. Entschuldigung, hätte ich sagen müssen. Aber was könnten wir? Die Handtücher sind jetzt alle. Der wollte doch Limo. Ich würde lieber hinüber zum Tor gehen, als noch einmal diese Tuchgeschichte durchzustehen. So.
So. Ja gut, aber der hat ja nichts. Nix drin. Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Okay. Der Krug ist leer. Der Krug ist leer. Der Krug ist leer. Der hat jetzt den Krug ohne Boden. Was muss man jetzt sinnvollerweise... Also um ihn braun zu kriegen, ist es wahrscheinlich wirklich das Öl oder Teer. Aber ich glaube nicht. Aber mit dem Krug, mit diesem Krug, könnte man ja jetzt irgendwas versuchen zur Höhe holen erstmal. Es ist ein leerer Krug. Irgendwas reinfüllen. Mhm. Die rote Farbe. Ja, wo, ja, du hast recht, weil dann, ja, du hast recht, dann ist er rot. Denkt er, er ist rot und hoch auf den ja. Rücken. Und das Frittierwerkfett brauchen wir nämlich dann, um die Karte irgendwie abzupausen. So. Ja. Ist jetzt voller Farbe. Okay, das ist es. Wahrscheinlich musst du es in den Krug schütten und dann läuft es durch den bodenlosen Krug auf seinen Körper. Sind so gut. Das hat so was Befriedigendes, wenn man ja. Solche Meilensteine schafft. Hier ist Ihr Drink, Sir. Das wird umlogen. Ah, okay. Jetzt höre ich Bescheid, aber gut. Sehen Sie, Placido, Sie brennen! Ah! Alle diese Monate in der Sonne und meine Bräune pellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee. Jetzt kommt das, ja. Jetzt weiß man auch, wo Prison Break die Idee her. Das ist nicht... Ich werde mir die Karte niemals merken können. Sie ist viel zu kompliziert. Ja, da werden wir nicht drum rumkommen, das mit der Fritteuse zu machen. Dafür müssen wir wahrscheinlich die Fritteuse irgendwie kaputt machen. Fritteuse. Ich gehe lieber den langen Weg darum herum, als durch den heißen Sand zu laufen. Mach doch. Fritteuse. Ich guck mir die erstmal an. Nichts verschönert einen Tag am Strand mehr als eine großzügige, fettige, frittierte Mahlzeit. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später... Also der Zauberstab hat keine Wirkung da. Da hat er immerhin einen anderen Spruch. Okay, eine Servicekraft. Also entweder, man muss sie kaputt machen, ja. Irgendwie muss man sie kaputt machen. Spielgeld nützt hier nicht viel. Kaugummi nützt hier nichts. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Es ist eine Ausgabe von Piraterie nach Artus LeChuck. Es ist eine Ausgabe von Piraterie nach Artus LeChuck. Alter. Naja, aber wir kommen ja wirklich peu à peu immer weiter, aber so richtig... Da haben wir Teer. Ich denke, wenn dann immer noch was in der Stadt, also da fehlt noch irgendwas. Der eine will Reichtum und der andere will keine Gefahren. Okay, da haben wir gerade auch keine Lösung. Das ist übrigens ein kleines Detail, da ist es gelandet.
Weißt du? Was ist hier? Die Anleitung. Ja, ne? Diese Anleitung. Oh, Julia! Ja, da, 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 da. Dann in Akt. Ja. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Der Fädenhandschuh. In der nächsten Szene werde ich... Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. In der nächsten Szene werde ich... Oh, Julia! Ja, da, 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 da. Dann in Akt. Nein. Oh, Julia! Ja, da, 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 da. Kannst du noch mal dieses gezackte Messer funktioniert zu dem, also hochgehen, ein Stockwerk höher. Mhm. Weil bei ihm kannst du ja was mit dem, obwohl die haben alle, bei allen kannst du was mit dem Bauchredner machen. Aber ich dachte, hier kannst du vielleicht noch mal aus dem, das Buch benutzen. Ah, du, das ist eine gute Idee. Aber ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit er hat das funktioniert. Er hat ja auch nicht unten gesehen, dass du das bist. Also ja, eigentlich, das Rätsel kannst ist kannst du noch gar nicht hier mit ihm, ja, okay, interagieren. Ich wette, auf einer anderen Insel oder so erfahren wir dann erst. Ich muss die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Oder so. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Das wird nicht klappen. Hast du nochmal probiert an dem, hier mit den Hut? Nochmal bitte, ein drittes Mal mit dem, aus dem Hut was zu zaubern? Wir haben es, glaube ich, nur zweimal probiert und kein drittes Mal. Ich will keinen Vorteil aus. Ach so, doch, hatten wir, okay. Entschuldigung, Regie fragt schon. Tipp? Fragezeichen. Oh, das ist so unbefriedigend. Das ist voll okay. Einen sehr vagen Tipp würden wir sehr gerne annehmen. Auch der Eddie. Ich brauche keine Requisiten. Ja, ganz vage. Wie wär's mit etwas Gewalt? Danke, guter Tipp. Ich weiß nicht worum, aber es ist genau die richtige. Hm? Gewalt. Immer gut. Aber das tatsächlich mit dem Handschuh hast du ja eben schon probiert, ne? Das kannst du also. Dann in Akt. Ich gehe gerade mal alle Leute nicht durch, die man trifft. Würde. Gefolgt von. Ich glaube nicht, dass er. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ja, aber Moment, kann auch sein, muss ja nicht hier auch gehen. Nein, nein, nee, natürlich. Um den fritösen Mann geht. Dann in Akt. Oh, Julia! Ja, da, 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 da. Wie wär's mit etwas Gewalt? Wem gegenüber? Dann wär's wahrscheinlich schon zu spoilerig. Probier mal bei ihm, nur mal so, probier mal bei allen neuen Leuten immer dieses Mundrednerbuch aus. Irgendwann bringt es was. Auch Redner. Brock! Was war das? Hm? Ich bin es, der Geist von El Pollo Diablo. Zurück! Zurück, du Geflügeldämon! Ja, gut, okay. Kleiner Scherz. Das ist wirklich einfach immer nur ein Quatsch. Kleiner Schlingel! Sie, ja. Irgendwie sehe ich da Nils. Ich weiß, ja, ich weiß irgendwie, das ist nicht Nils, aber ich sehe da irgendwie Nils. Na, nee. Hm? Frag mich über Grim Fandango. Super. Ja. Sehr ruhiger Stabgut.
Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich dreh durch. Und ja. Ist natürlich auch eine Frage, ob man Gewalt androht oder Gewalt ausübt. Zwei sehr unterschiedliche Dinge. Es sieht zu schwer aus, um es herumzutragen. Erst mit etwas Gewalt. Was soll das denn heißen überhaupt? Sei froh, dass wir wenigstens diesen Tipp haben. Also ich sehe es so, entweder müssen wir halt irgendwo was mit Gewalt machen oder jemandem Gewalt androhen. Ich denke, wir versuchen einfach mal alle auszuprobieren. Nein. Ich glaube, er möchte im Moment alleine sein. Da, warte mal, da übt man Gewalt aus, ne, mit diesen Nadeln und der Voodoo-Puppe, aber das bringt ja nichts. Haben wir doch alles... Ja, haben wir alles probiert, das stimmt schon, haben wir alles probiert. Haben wir nicht mit allem da reingestochen, was es nur gibt? Ich denke auch. Den armen Kerl immer noch nicht gefunden, wo der eigentlich ist. Vielleicht kommt er gar nicht vor. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Das ist nicht das Dümmste, was ich heute gemacht habe. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Mann! Regie, eventuell könntet ihr, also ihr müsst ja nicht helfen jetzt, das meine ich nicht. Nein. Aber vielleicht könnt ihr noch einen extra Tipp geben, sowas wie, ob es im Dorf ist oder außerhalb des Dorfes. Das ist doch noch einigermaßen fair zum Eingrenzen. Der Strand rechts zählt noch zu außerhalb des Dorfs. Gewalt. Entschuldigung, was habe ich gehört? Außerhalb, also nicht im... Das ist doch gut. Außerhalb. Ich bin mir sicher, hier ist es irgendwas. Jetzt ich erinnere mich es an einen dicken Affen. Ein dicker Affe. Vielleicht musst du denen Gewalt androhen. Ja, das könnte funktionieren. So, wir machen das. Wir gehen das mal. Wir gehen mal rüber. Reden mal. Hier ist irgendwas. Hier haben wir noch nichts geschafft. Warte mal gerade. Eine Sache probieren. Das ist super! Das ist doch super! Jetzt? Und jetzt, genau. Okay, nimm die mal mit. Ich brauche die Plagge nicht. Na gut, okay. Man könnte was drauflegen noch, aber... Also auf jeden Fall nicht falsch gewesen. Jetzt ist das Ende ja... Jetzt kannst du ja schon mal nicht mehr über die Planke. Könnte man auf der Planke jetzt was drauf drehen? Wer ist da? Ja. Kann man jetzt die Planke nicht, machen? Ich was, bin so dumm, ich weiß, was ich machen muss. Ja? Okay. Schon wieder an Bord des Schiffes geschlichen. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber das nächste Mal, dass du über die Planke läufst, wird dein letztes Mal sein. Wie bitte, Kapitän? Vandalen? Das war's. Jawohl, Sir. Teer und Federn. Ich weiß, dass es Dreck macht, aber es ist die einzige Folter, die noch übrig ist. Unser berüchtigter Kapitän hat beschlossen, dass du geteert und gefedert wirst. Das sieht immer so lustig aus, aber kannst dir vorstellen, wie schlimm das ist? Hm. Teer und dann noch Federn. Das kriegst du nie wieder ab. Hier kriegt man es nicht einzeln ab? So, nee, die Federn, aber den Teer? Keine Ahnung, wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. So, ich weiß. Jetzt sind wir aber irgendwas, oder? Sind wir jetzt nicht ein Tier? Jetzt sind wir ein Chicken, Alter. Jetzt wie ist das? Sieht das wirklich aus wie ein Huhn? Nee. Ich kann das gar nicht. Shit. El Polo Diablo! Ja. Hab ich jetzt auch gerade gedacht.
Dieser Handschuh hat nicht. Das ist garantiert. Das ist die Nummer. Doch, doch. Das ist irgendwas mit El Pollo Diablo. So, was? Jetzt gehen wir auf jeden Wenn Fall du jetzt unter den Wasserfall gehst, bist du wahrscheinlich sauber. Das wollen wir aber nicht. So, und jetzt gehen wir nochmal hier. Ah, warte mal. Ich würde das nochmal probieren. Jetzt geht's vielleicht. Aber es ist halt dumm, wenn das jetzt geht. Warte, aber du hast ja auch Farbe in dem Krug. Der Handschuh funktioniert damit. Genau, vielleicht musst du es mit dem Krug kombinieren. Der Handschuh funktioniert damit nicht. Das benötigt keinen Anstrich. Doch! Aber was ist, wenn wir jetzt mit dem... Jetzt machen wir das mit dem Porto. Ich bin... Ja, klar, man kann es jetzt nochmal machen. Aber was wollen wir denn hier von dem? Haben Sie eine Reservi... Madre de Dios. Es ist El Pollo Diablo. ¿Qué? Sí, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf. Da ist der Affe in der Küche, den ich irgendwie abgespeichert habe. Abgewischt. Huch, ich verhalte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän? Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner, das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChip. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine winzige Fliege. LeChip? Der Kapitän ist ein Affe? Also, wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde sie lausen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht ist genau der Ansporn, den unsere Kunden... Die haben natürlich... Und mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Liebe Regie, wir können nicht bis da... Ich muss eigentlich jetzt schon Schluss machen. Ach, ist es so? Hm. Sind wir sind über schon die Zeit aus? Shit, 18. Oh Mann, ich habe einen Arzttermin. Um wie viel Uhr? Ja, jetzt. Deswegen meinte ich ja, ich muss, kann nur bis 18. Ah, shit. Leute, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Wir machen jetzt hier Schluss. Das ist eh eine gute Stelle, weil eine komplett neue Szene. Ich speichere das hier kurz ab und nenne es Küche. Und da machen wir das nächste Mal weiter. Es macht mir großen Spaß, das kann ich schon mal sagen. Bin sehr begeistert und ich freue mich. Dieses schnelle Abo. Das war's. Nee, Leute, wir haben es leider wirklich, wir haben ein bisschen die Zeit vergessen. Gab eine kleine Misskommunikation. Schade. Macht aber nichts. Wir sind raus und das nächste Mal geht's weiter hier mit Monkey Island 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.